Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Lesson in unserem Let's Code Swift. Ich bin ein bisschen blatt, ehrlich gesagt. Es ist immer noch die Hitze, Freunde. Es ist wirklich die Hitze. Und das ist sehr anstrengend. Ich hoffe, man merkt es nicht allzu sehr und die Lessons sind trotzdem erträglich und erquickend. Denn die Show muss ja weitergehen, nicht wahr? So, wir sind weiterhin beim Thema Enumerations. Und heute gucken wir uns die sogenannten Associated Values an. Zunächst einmal zur Erklärung, was Associated Values sind. Wir haben ja bis jetzt kennengelernt, dass wir eine Enumeration definieren und ihr anschließend verschiedene Werte in Form von Cases zuordnen, die dann eben Variablen und Konstanten dieser Enumeration annehmen können. Da haben wir die Himmelsrichtungen gehabt, Norden, Süden, Osten, Westen und haben das abgebildet. Das Problem dabei ist, wir wissen ja, Enumerations sind dafür da, zusammenhängende Informationen zu bündeln. Und manchmal reicht aber nur die Definition eines bestimmten Cases nicht aus. Bei den Himmelsrichtungen war das okay, damit konnte man arbeiten und konnte dann die dazu verwenden, um zum Beispiel per Print-Statement zu sagen, okay, je nachdem, welche Himmelsrichtung ausgegeben wird, soll eben ein passender Text ausgegeben werden. Aber jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel und das bereite ich hier schon mal vor. Ich erstelle mal eine neue Enumeration namens Location und der verpasse ich als erstes mal einen Case City. Beziehungsweise nicht nur als erstes, ich mache gleich noch weitere Cases, noch einen Case Street und ein, wobei nee, das sollen die beiden mal reichen. Das soll mal reichen für den Moment, Case City und Case Street. Dient eben dazu, damit soll ein Ort abgebildet werden, hier bestehend eben aus einer Stadt und einer Straße. Die Informationen gehören zusammen, gar keine Frage, aber für sich alleine bringen sie uns nicht viel. Weil okay, ich kann jetzt eine Variable erstellen, die eine Stadt abbildet oder eine Straße, aber das bringt mir nicht viel, weil das zu generisch ist. Bei den Himmelsrichtungen ist klar, Norden ist Norden, ja, aber Stadt, ja, welche Stadt und Straße, welche Straße? Da reichen diese Informationen nicht aus. Und da kommen die sogenannten Associated Values ins Spiel. Die erlauben es uns, einem solchen Case einer Enumeration dynamisch einen zusätzlichen Wert zuzuweisen. Was das für ein Wert ist, definieren wir selbst, indem wir nach dem Case, nach dem Namen des Case an der Stelle, ein rundes Klammernpaar erstellen und anschließend den Typ angeben für das Associated Value. Das kann man sich im Endeffekt wie ein Tuple vorstellen. Das heißt, ich gebe zum Beispiel in diesem Fall einfach nur rein, okay, bei City erwarte ich einen String für den Namen. Ich könnte hier aber auch zum Beispiel, da sind wir bei Street, einen String und einen Integer reingeben, um zu sagen, okay, der erste Wert hier ist der Name der Straße, der zweite ist die Hausnummer, um so eben eine Adresse abzubilden. Das kann man hier erstellen mit Hilfe des Associated Values, kann also eine beliebige Reihe hier an Typen angeben, die mit dem jeweiligen Case in Verbindung stehen. Und das kann man nun dazu nutzen, wenn man nun eine Variable oder Konstante erstellt, die einen solchen Case zugewiesen bekommt, dass dann dort dynamisch ein passender Wert reingegeben wird. Und das machen wir jetzt einfach mal, Freunde. Ich erstelle jetzt mal hier eine Variable myLocation, beziehungsweise ich nenne es mal myLocationCity, so. Und der weise ich nun einen neuen Wert vom Typ Location zu, den haben wir gerade definiert, und habe jetzt hier die Wahl zwischen City und Street. Und ich entscheide mich in diesem Fall für City und bekomme auch schon per Autocompletion hier dieselbe Syntax, das heißt, ich habe hier Punkt City, danach wieder ein rundes Klammernpaar und dazwischen soll ich nun einen passenden String übergeben, eben das Associated Value, dann gebe ich in meinem Fall einfach mal Aschaffenburg rein. Und das ist jetzt eben diese gewisse Dynamik, die wir geschaffen haben. Was ich auch machen kann, ist hier myLocationStreet. Ja, jetzt will ich also noch die Straße haben, die möchte ich eben über einen passenden Wert vom Typ Location abbilden. Dazu benutze ich also wieder Location, wähle aber diesmal hier den Case Street und gebe hier die passende Information rein. Als String gebe ich den Namen der Straße rein und als Integer die Hausnummer. So kann man Associated Values verwenden und damit habe ich also nun Variablen geschaffen, die einerseits, wie in den vorigen Lessons auch, konform zu unserem Enumeration-Typ sind,
die jeweils einem speziellen Case hier entsprechen, aber die darüber hinaus auch noch eben über ein ja, dynamisches Associated Value verfügen. Was man hierbei jetzt nicht vergessen darf, will ich auch mal demonstrieren. Ich mache jetzt hier mal eine Variable, die nenne ich nur MyLocation und weise ihr mal denselben Wert zu wie MyLocation City. Mache hier nur mal ein bisschen Platz. MyLocation, so wie alle anderen Variablen hier auch, sind vom Typ Location. Das ist, denke ich, klar, denn wir weisen ihnen ja einen Wert vom Typ Location zu. Das bedeutet aber auch, Associated Value hin oder her, ich kann hergehen und zum Beispiel MyLocation jetzt natürlich auch einen neuen Wert dieser Enumeration zuweisen und anstatt City die Street reingeben. Ja, mach das gerade mal. Das mag vielleicht ein bisschen verwirrend anmuten, weil man ja denkt, okay, ich habe hier doch erst eine Stadt reingegeben, jetzt gebe ich in dieselbe Variable eine Straße rein. Das sind an sich unterschiedliche Informationen, aber da sie ja innerhalb dieser Enumeration definiert sind und als Case zur Verfügung stehen, kann ich natürlich auch Variablen, die konform zu diesem Typ sind, problemlos jederzeit einen solchen anderen Case zuweisen. Natürlich immer mit dem zugehörigen Associated Value, Entschuldigung, das muss mit rein, aber ich kann hier problemlos wechseln. Das muss man eben auch einfach noch im Blick behalten, dass das natürlich technisch möglich ist und auch oftmals so gewollt ist. Das ist ja der Sinn dahinter. Und deswegen kann ich hier jetzt als Beispiel jederzeit hergehen und die Angabe über meinen Ort ganz einfach wechseln, indem ich entweder den Ort angebe oder die Straße. Das wäre jetzt der Sinn dahinter, dass man also unterschiedliche Möglichkeiten hat, einen Ort abzubilden. Einmal eben über City, einmal über Street. Ja, das ist jetzt so das grundlegende Prinzip, diese Associated Values, was wir uns zum Abschluss mal noch angucken, ich mache das hier gerade mal weg, ist, wie wertet man diese Associated Values denn nun aus? Ja, denn wir wissen, okay, My Location ist vom Typ Location, entspricht entweder City oder Street. Und typischerweise, haben wir in der letzten Lesson auch gesehen, eignen sich Switch-Abfragen sehr gut dazu, um solche Variablen und Konstanten, die konform zu einer Enumeration sind, abzufragen und auszulesen. Und genau das machen wir jetzt auch. Nehmen wir mal ein bisschen Platz und mache hier eine neue Switch-Abfrage, wo ich My Location abfrage. So, und auch hier gebe ich wieder die beiden Möglichkeiten rein, die wir schon kennen. Wir haben entweder den Case City. Das ist die eine Möglichkeit. Ich mache hier mal ein Print-Statement und gebe einfach nur Stadt aus. Oder die zweite Möglichkeit, Default brauchen wir ja nicht, denn wir prüfen ja die beiden potenziellen Werte und mehr kann es nicht geben. Der zweite ist Street. Und da gebe ich jetzt einfach mal Straße aus. So, lassen das mal durchlaufen. Warten einen kurzen Moment. Xcode ist auch zu warm. So, und dann sehen wir, im Moment wird hier Straße ausgegeben. Ja, warum? Der letzte Wert, den wir MyLocation zuweisen, ist eben Street. Und das heißt, hier bei dieser Prüfung in diesen beiden Case-Statements haben wir ja City und Street, also die beiden Werte, die eben MyLocation nur annehmen kann. Es ist in diesem Fall Street, also geben wir Straße aus. Natürlich ist diese Information jetzt alles andere als dynamisch. Ja, das ist einfach eine statische Info. Okay, Straße. Ja. Aber an der Stelle haben wir ja auch nichts anderes. Wir wissen, okay, es ist Street. Ja. Woher kriegen wir jetzt das Associated Value? Und das funktioniert wie folgt. Wenn wir hier unseren Case prüfen, können wir danach innerhalb von runden Klammern eine temporäre Variable oder Konstante deklarieren. Was wir davon wählen, ist unsere Sache, hängt in der Regel davon ab, ob man diesen Wert verändern will oder nicht. Und kann dort dann für die Associated Values eben entsprechende Variablen und Konstanten definieren. Kann denen auch eigene Bezeichner geben und die stehen dann innerhalb des Case-Statements zur Verfügung. Wir sehen, bei Street haben wir zwei Associated Values, also brauche ich auch zwei Variablen bzw. Konstanten. Und entsprechend kann ich nun hergehen und sagen, okay, die erste entspricht ja der Straße an sich, also wie die heißt. Und dann definiere ich hier mal eine Konstante und nenne die Street. Das ist mein erstes Associated Value. Oh, Entschuldigung, da wollte ich nicht hin. Und dann mache ich ein Komma und setze nun noch eine temporäre Variable und Konstante hier für diesen zweiten, für dieses zweite Associated Value, was ja die Hausnummer ist, und nenne das einfach mal House Number.
Das kann man jetzt erstmal sacken lassen. Man sieht auch, der Code wird jetzt kompiliert, wird problemlos ausgeführt. Noch hat sich allerdings nichts geändert. Es wird weiterhin Straße angegeben. Klar, geben wir hier ja auch aus. Was wir jetzt aber geschaffen haben ist, wenn MyLocation Street entspricht, werden nun die Associated Values, die damit verknüpft sind, nämlich dieser String und dieser Integer, in diese temporären Konstanten gepackt, Street und House Number, und die können wir innerhalb dieses Case Statements verwenden. Ich kann jetzt also anstatt diesem generischen Straße, kann ich einfach hergehen und sagen, okay, gib die Street aus, gefolgt von einem Leerzeichen, und dann gibst du noch die Hausnummer aus. Pass also diesen String an und wir sehen, jetzt bekommt man hier als Info Ketterer Straße 6 raus. Würde ich nun das Associated Value ändern, ja, in Mustermann Straße 19, dann bekomme ich auch hier in der Abfrage genau diesen dynamischen Wert von MyLocation zurückgeliefert. Das ist also eine Möglichkeit, wie ich Associated Values auslesen kann. Wie gesagt, alternativ kann ich das Ganze auch als Variable deklarieren. Kann also auch sagen, okay, ich möchte zum Beispiel in diesem Fall House Number als Variable verwenden, was es mir natürlich erlaubt, das Ding vorher anzupassen oder generell innerhalb dieses Statements anzupassen. Sehen wir jetzt auch hier, okay, House Number ist hier als Variable definiert, ich weise hier einen anderen Wert zu und gebe das dann aus und dann wird natürlich dieser veränderte Wert eingesetzt. Diese Möglichkeit gibt es und das kann man eben nach Gusto, wie man es braucht, verwenden. In diesem Fall hier ist Konstante vollkommen ausreichend, denn wir wollen den Wert ja nicht verändern, wir wollen ihn ja nur ausgeben. Und das Gleiche können wir natürlich auch bei City machen. Hier haben wir nur ein Associated Value, also wird hier entsprechend auch nur eine Variable oder Konstante erstellt, die wir dafür verwenden. Hier setze ich auch wieder auf eine Konstante und gebe die dann einfach aus. Ja, und wenn wir jetzt mal hier auf die Zeile verzichten, dass also MyLocation City entspricht, sehen wir auch, okay, City wird ausgeführt, City hat das Associated Value Aschaffenburg, also wird das hier auch ausgegeben. Ja, Freunde, das ist im Prinzip das, was es zu Associated Values zu wissen gibt. Was ich zum Abschluss noch zeigen möchte, ist eine Kurzschreibweise für die Deklaration dieser Variablen oder Konstanten in einer solchen Switch-Abfrage. Ein gutes Beispiel dafür ist hier Street. Denn bei Street haben wir gerade zwei Associated Values, die wir beide als Konstante verwenden wollen. Jetzt mussten wir hier beide jeweils mit Let deklarieren, haben also das Let doppelt drin. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir hätten einen Enumeration Case, wo wir zum Beispiel, sagen wir mal, fünf Associated Values hätten, die wir alle als Konstante verwenden wollen, müssten wir auch fünfmal Let setzen, gefolgt von dem gewünschten Bezeichner, den wir verwenden wollen. Und das können wir abkürzen. Wir können uns hier das Let oder alternativ auch das var sparen und das stattdessen direkt hier nach dem Case setzen. Ja, also diese Syntax Case, dann var oder let, je nachdem, ob man die Associated Values als Variable oder Konstante verwenden will, in unserem Fall als Konstante. Und dann kommen in den runden Klammern einfach nur noch die Bezeichner. Ihr habt ja gesehen, ich habe nur die Deklaration mittels let rausgelöscht. Der Rest ist so wie gehabt. Also wir haben diese Bezeichner, die ich dann innerhalb des Case-Statements verwenden kann und spare mir damit einfach diese Wiederholung von let. Das geht natürlich nur, wie gesagt, wenn alle Associated Values, Entschuldigung, ich weiß nicht, was gerade los ist, wenn ich all diese Elemente als Konstante oder als Variable verwenden will. Ich kann keine Mischung machen. Wenn ich sage, ich möchte Street als Konstante und House Number als Variable, dann muss ich das jeweils einzeln so deklarieren. Dann kann ich nicht hier vorne dran dieses Schlüsselwort stellen. Denn wenn es vorne dran steht, dann gilt es für alle Associated Values, um Himmels Willen, für diesen Case. Und das Gleiche können wir natürlich auch bei City machen. Da können wir uns auch die Deklaration schenken und die direkt hier an den Anfang stellen. Funktioniert auch genau so. Ja, Freunde, dann haben wir jetzt mal noch die ich darf es nicht mehr sagen. Ich darf es nicht mehr sagen. Ich werde wahnsinnig. Associated Values. So, die haben wir jetzt kennengelernt. Haben wir gesehen, wozu die gut sind, wie man denen arbeitet, wie man sie deklariert, wie man sie einsetzt und wie man sie eben in Switch-Statements auslesen kann. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ein paar Versprecher dabei waren. Tja, Associated Values. Muss ich noch ein bisschen üben. Ja, und dann danke ich euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr in der nächsten Liste wieder dabei seid. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.